Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zu einer spektakulären Abrüstungsinitiative hat sich Präsident Bush entschieden. Er kündigte in der vergangenen Nacht einen einseitigen, weitreichenden Abbau der amerikanischen Atomwaffen an. Unter anderem sollen alle atomaren Kurzstreckenraketen sowie die nukleare Artillerie aus der Bundesrepublik abgezogen werden. Die Bush-Initiative wurde in aller Welt als bedeutsam und positiv gewürdigt. Moskau versprach entsprechendes Entgegenkommen. Aus Washington, Winfried Scharlau. Wir haben eine beispiellose Gelegenheit, sagte Präsident George Bush, die atomare Ausstattung sowohl der Vereinigten Staaten als auch der Sowjetunion zu verändern. Ich habe angeordnet, dass die Vereinigten Staaten ihr gesamtes Arsenal an bodengestützten taktischen Atomwaffen vernichten. Und wir werden auch unsere taktischen Atomwaffen von den Schiffen nehmen. Dazu gehören auch die atomaren Tomahawk Cruise Missile und alle Atombomben auf Flugzeugträgern. Aber wir werden natürlich eine zuverlässige atomare Trägerkapazität in Europa beibehalten, denn sie ist wesentlich für die Sicherheit der NATO. Um die Spannungen weiter abzubauen, habe ich zudem befohlen, dass die strategische Bomberflotte ihre permanente Alarmbereitschaft beendet. Für die Sowjetunion sollte es nun gute Gründe geben, unsere einseitigen Schritte zu honorieren, indem auch sie ihre taktischen Atomwaffen von den Schiffen und U-Booten entfernt, indem auch sie ihre Atomwaffen von landgestützten Marineflugzeugen herunternimmt, die meisten zerstört oder den Rest in einem zentralen Depot verwahrt. Ich dränge die Sowjetunion, diesen Schritt zu tun. Präsident Bush hat seine wirklich bedeutende einseitige Abrüstungsinitiative nicht am vergangenen Montag vor der Vollversammlung der UNO vorgetragen, sondern gestern Abend in einer Fernsehrede an die Nation. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Bush seine Führungsrolle im Inneren abstützen möchte, um im Wahljahr das Richtige im geeigneten Augenblick zu tun. Dennoch, einseitige Abrüstungsschritte hat die amerikanische Regierung bislang kategorisch abgelehnt. Die neue Initiative ist eine dramatische Kehrtwendung der amerikanischen Politik. Bush hatte Moskau über seine Abrüstungsvorschläge vorab unterrichtet. Er informierte den sowjetischen Präsidenten Gorbatschow schriftlich und telefonierte dann gestern Abend auch mit ihm und dem russischen Präsidenten Jelzin. Jelzin reagierte umgehend und plädierte noch in der Nacht für bedeutsame Abrüstungsschritte der Sowjetunion. Die Republik Russland, in der die meisten sowjetischen Atomwaffen stationiert seien, werde sich aktiv daran beteiligen. Aus Moskau, Gerd Ruge. Unsere Position, unsere Einschätzung dieser Vorschläge ist positiv. Man kann ohne Übertreibung sagen, ganz positiv. Das sagte Präsident Gorbatschow heute Abend in einem Fernsehgespräch mit seinem neuen Pressesprecher Andrei Gratschow. Auf die Frage, ob das den Weg frei mache für die Abrüstung der Kern- und anderen Waffen und zur Rüstungskonversion, antwortete Gorbatschow: Natürlich, das hänge organisch zusammen, doch gäbe es viele komplizierte Probleme und Fragen. Zum Beispiel, ob die Vorschläge auch für die westeuropäischen Atommächte gelten. Der Brief von Präsident Bush sei nur an die Sowjetunion gerichtet gewesen. Bush habe ihm im Telefongespräch geantwortet, dass es zunächst um die beiden Supermächte gehe, die das größte Kernwaffenpotenzial hätten. Außerdem habe er Fragen nach weiteren Entwicklungsprogrammen von Kernwaffen und Atomversuchen. Aber auch, ob in diesem Vorschlag des Abbaus der taktischen Kernwaffen auch die Flugzeugträger und U-Boote einbezogen seien. Deshalb habe er mit Präsident Bush vereinbart, dass man eine Form finden werde, um alle Seiten des groß angelegten Vorschlags zu klären. Präsident Gorbatschow wies darauf hin, dass der Vorschlag des amerikanischen Präsidenten auf der Linie seiner früher entwickelten Vorstellungen liege. Man wolle nun ohne Zeitverlust Formen der Zusammenarbeit finden, um die offenen Fragen zu klären. Ein baldiges Gipfeltreffen der vier Atommächte USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich hat Staatspräsident Mitterrand angekündigt. Auch er begrüßte den Abrüstungsvorstoß von Präsident Bush, stellte aber gleichzeitig klar, dass Frankreich sein Atomwaffenpotenzial vorerst nicht verringern wird. Demgegenüber will Großbritannien dem amerikanischen Beispiel folgen und ebenfalls nukleare Kurzstreckenraketen sowie Gefechtsfeldwaffen beseitigen. Auch sollen die Schiffe der britischen Marine nicht mehr mit atomaren Unterwasserbomben ausgerüstet werden.
Einhellige Unterstützung sicherte die NATO Präsident Bush zu. Auf einer Sondersitzung in Brüssel unterstrichen die ständigen Botschafter der Allianz, der Abrüstungsvorstoß des amerikanischen Präsidenten stehe im Einklang mit dem derzeitigen Wandel des Bündnisses und den dramatischen Veränderungen in Europa. NATO-Generalsekretär Wörner äußerte sich anlässlich des CSU-Kongresses in München auf Fragen von Georg Scheller zur künftigen Verteidigungsstrategie des Bündnisses. Wir haben zweierlei vor. Einmal unsere Struktur, unsere Streitkräftestruktur und Strategie zu überprüfen im konventionellen Bereich und die Stärke unserer konventionellen Truppen zu vermindern, um die Hälfte etwa bis 1995. Wir sind dann auch als Bündnis daran interessiert, den konventionellen Abrüstungsprozess fortzusetzen. Und beides wird geschehen zusätzlich zur Initiative des amerikanischen Präsidenten. Gehen Sie davon aus, dass Frankreich nun auf die Modernisierung der atomaren Kurzstreckenrakete HADES verzichtet? Tja, das ist die Entscheidung des französischen Staatspräsidenten. Das kann ich als Generalsekretär der NATO nicht entscheiden. Allgemein hat der französische Staatspräsident ja gesagt, dass er ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn die beiden Supermächte drastisch reduzieren, auch bereit ist, über das französische Nuklearpotenzial zu reden. Ob das für ihn jetzt der Fall ist, das muss er wirklich selber sagen. Das kann ich nicht für ihn entscheiden. Als Schritt in ein neues Zeitalter der Sicherheitspolitik begrüßten auch Bundesregierung und Opposition in Bonn die amerikanische Abrüstungsinitiative. Bundeskanzler Kohl sprach von einer Entscheidung von historischem Ausmaß. Der Friede werde dadurch sicherer. Von der Sowjetunion verlangte Kohl entsprechend weitreichende Abrüstungsschritte. Der SPD-Vorsitzende Engholm forderte, dass auch Frankreich und Großbritannien ihr Nuklearpotenzial überprüfen sollten. Die Abrüstungsinitiative von Präsident Bush sei, so Engholm, ein erneutes Zeichen für dessen politische Weitsicht.